Folge 9. So ist es bei Wind Waker und Fabian hat das letzte Mal uns auf den Berg hochgebracht. Jetzt müssen wir nur noch den Drachen beruhigen. Ja. Wie kommen Sie da hoch? Na, sie sind hochgeflogen. Ist ja kein Tora mehr. Das stimmt. Kann ja fliegen. So, wir haben jetzt den Greifhaken von unserer liebsten aller lieben Freundinnen bekommen. Das ist ja doof gemacht. Ich glaube, du kannst auch mit dem Ding ziehen. Ah, okay, gut. Ich glaube, das ist so die Idee. Das ist natürlich dann ein Stück einfacher. Genau, wir haben jetzt gerade die View Gamepad Steuerung mal gelernt, dass man. Ich bin ein alter Mann, ich kann mit sowas nicht umgehen! Bewegungssteuerung, Genau, dass man mit dem View Gamepad einfach nur auf den Bildschirm zielen muss und da, wo man es hinzieht. Das ist Teufelswerk! Woher weiß das, wie ich es halte? Das kann es nicht wissen. Ist da ein kleiner Mann drin? Da sitzt ein kleiner Mann, der guckt, wo ich hingucke. So. Aber Mann, ich freue mich ja schon, wenn du mal ein VR-Headset aufhast, da wirst du wahrscheinlich wird dir der Kopf explodieren. Oculus Rift. Einmal aufgesetzt, ding! Kopf weg. Kopf weg. Gleichzeitig Mörderlatte und Kopf weg. Naja, deswegen wahrscheinlich. Ja, zu viel Blut aus dem Kopf, der implodiert. Achso. Das war, genau, ein bisschen näher ran. Dip. Ja, mittlerweile, aus eurer Sicht, ist ja auch schon der Preis für die HTC Vive, für das große Hauptkonkurrenzprodukt der Oculus Rift, bekannt gegeben worden. Das ist aus unserer Sicht dann leider noch ein paar Tage hin. Und dann wissen aber wir mal. Unglaublich, dass es so wenig kostet, oder? Ist der Wahnsinn, ja. Ja, also ich weiß nicht, wie Oculus das machen will. Ja, wie sollen die dagegen ankommen? Ja, also es ist, ist echt. Also ich meine, die Oculus wurde ja bekannt gegeben, kostet in Deutschland 741 Euro. Das mit Rabatt 40? Ja, 740, wenn ihr sofort bestellt. Da sind eigentlich ja auch schon zwei Spiele dabei, nämlich einmal so ein Lucky's Tale, so ein kleines Jump'n'Run, bisschen wie so Mario oder sowas halt, Third-Person Jump'n'Run und Eve Valkyrie, also so ein Weltraumshooter von den Eve Online-Machern. Mhm. Die sind da dabei, also wenn man da jeweils nochmal 20 abrechnet, okay, 700 Euro für die Konsole. Da ist auch noch ein Xbox-Controller dabei, also dass man auch irgendwie steuern kann. Wenn man da nochmal 30 Euro abrechnet, dann 670 Euro. Gut. Ist immer noch nicht gerade billig. Nein. Und HTC, da wird ja aus unserer Sicht jetzt... sponsert uns. Gerne. Wir nehmen gerne eine HTC Vive. Dann werden wir sagen, Oculus ist furchtbar und... Ich habe eine gute Idee. Oh, wait. Ist das eine gute Idee? Das hat noch nicht so 100% funktioniert. Oh. Ja. Oh! Das hat tatsächlich erstaunlich gut geklappt. Ich bin ein bisschen irritiert, dass du nicht gestorben bist. Ja. Ja, und ihr wisst ja jetzt schon, wie teuer die HTC Vive wird. Wir wissen es noch nicht. Und ich nehme aber an, es wird noch teurer als 741 Euro, weil bei der sind ja auch gleich noch Controller dabei. Also so Bewegungscontroller. Okay. Soweit ich das verstanden habe. Und wie heißt es? Also bei Oculus ist es ja die Hydra. Wie heißt es da? Ich weiß nicht, wie es heißt. Vive Controller. Ach so. So wie ein Hundehalsband und eine Kette. Das ist ein Vive-Controller. Kein Wuff-Controller? Nee, das ist. Ich leg das meiner Frau an, nicht meinem Hund. Achso. Ja, deswegen Vive. Okay, hä? Wozu war das jetzt gut? Ja, ich habe die Kabel kaputt gemacht und jetzt ist die Plattform. Frei beweglich. Frei beweglich. Das heißt, wenn das Feuer ausgeht, ist eine Plattform, die runtergeht. Ah, okay. Weil ich dachte, okay, jetzt bist du einfach weiterhin oben. Yay! Der Plattform. Es hat sich, ob die jetzt da dran hängt oder nicht, ist doch völlig. Es hat sich gelohnt. Ja. Also ich nehme ja tatsächlich an, für einen Tausender ist man bei der HTC Vive dabei, würde ich schätzen. Also einfach nur, weil mit, da. Mit Bewegungssteuerung? Na, mit allem drum und dran. Okay. Weil die hat ja auch noch im Gegensatz zu Oculus, hat die ja auch noch wie bei der Wii so eine so Leisten, die man irgendwo aufstellen kann, sodass man sich auch im Raum bewegen kann. Okay. Und bei der Oculus, die hat halt nur so Sensoren wie so ein Handy, so Gyroskop-Sensoren, okay, um Neigung und so. Aber du kannst halt dich nicht so richtig in einem Raum räumlich bewegen mit dem Ding. Zumindest noch nicht. Die werden sicherlich auch irgendwann sowas da noch mit... Wow, okay. Es rutscht runter. Okay. Die werden sowas sicherlich auch irgendwann vorstellen, aber jetzt erstmal ist Oculus eher sowas zum im Sitzen spielen und die HTC Vive soll sich von Anfang an gleich so ein bisschen an... Man kann auch so 1-2 Meter im Umkreis rumlaufen und sich ein bisschen bewegen. Wobei noch nicht so ganz klar ist, inwiefern das bei Spielen dann sinnvoll wird. Ne? Okay. Weil, ich meine, entweder will ich bei Spielen richtig viel rumlaufen und dafür ist meine Wohnung zu klein. Das müsste man dann draußen im großen Hof spielen oder so. Oder ich will halt
sitzen. Ja, aber im Hof mit der Oculus rumlaufen? Ja, ist auch doof. Ja, es wird interessant werden. Also wie gesagt, ihr wisst ja jetzt schon, wie teuer es ist. Also schreibt jetzt nicht in die Kommentare, ihr doofen Deppen, warum wisst ihr das nicht? Tut uns leid, wir kommen aus der Vergangenheit. Wir sind nicht so schlau wie ihr. Und wir müssen zurück. In die Zukunft. Nicht werfen, ich wollte doch. Ja. Doch, doch. Ja, es hat wunderbar funktioniert. Über Bande, ja, ja. Über die Wand. Perfekt. Und da drin ist... Der Master Key. Der Master Key. Ich meine, oh, was ist da drin? Dö. Der große Schlüssel. Heißt gar nicht Master Key. Ja. Ist hier nicht mal Meisterschlüssel, der heißt einfach nur groß. Der heißt Meisterkleister. Ich guck mal aber kurz auf die Karte, ne? Wir haben okay, da gehen wir noch. Oh, die ist sehr schön, die Karte. Oh, wäre das toll, wenn ihr die sehen könnt. Oh ja, hier, guckt sie euch an. Nee, geht leider nicht. Sehr gut. Tut mir leid. Wir können zwar das Spiel auf dem Gamepad spielen, wir können aber nicht die Karte auf den Bildschirm legen. Das ist ziemlich verwirrend. Impossible! So. Rüberschwingen. Also ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich das mit dem Greifhaken eine leichte Komfortverbesserung verglichen mit dem GameCube ist. Das ist bestimmt ganz schönes Gefummel teilweise sein konnte. Und so muss man einfach nur kurz mal zielen und dann genau. Geht das. So, wo wollen wir, nach links oder nach rechts? Nach links. Nach links. Du stößt da unten immer gegen. ZR. Nein, ich wollte gerade, wie man anhält. Ah, okay. Dass ich, nein, anhalten und jetzt hochklettern. Danke. Ja, genau, das sollte aber reichen. Ja. Und immer schneller. Und geschafft! So. Genau, dann ist da vorne, wenn wir nämlich rechts durch die Tür gehen. Jetzt haben wir nämlich endlich auch eine Fernwaffe. Ja. Es war nur so eine erste. Ich hätte trotzdem gern einen Bogen. Ja, Bogen wäre das Maß aller Dinge. Die Neid. Schade. Moment. Gab es hier nicht noch einen besseren Weg? Ah. Ich sehe noch nichts. War das gerade hier? Hoch? Hallo? Achso, das war das Ding. Konnte ich dann hier noch weiter? Gucken wir einfach kurz mal. Ja, im schlimmsten Fall schwingst du dich halt in den Tod. Nein, da kommen die Fledermäuse, die würden mich runterstoßen, das mag ich nicht. Okay. Dann halt wieder zurück. Dann wieder zurück. Wissen wir denn, wo jetzt der Master Key reingehört? In welche Tür? Haben wir die haben wir noch nicht gesehen, ne? Nee, die ist da. Im zweiten O. Zweiten OG? Genau. Also im zweiten Obergeschoss, tief im Inneren des Berges. Ja. Yep. Also im zweiten Untergeschoss. Naja, sie haben einen Berg, der sehr weit oben ist. Ja, das stimmt. Das ist wie ein Hochhaus. Genau. Hochhausberg. Wo man nur hochkommt, wenn man einen Flügel hat oder das Seil. Was natürlich ein uraltes Artefakt ist. Natürlich. Es hat ja noch nie ein modernes Seil gesehen. Nein. Das wäre ja absurd. So, auf welcher Höhe... Kommen wir jetzt hier schon irgendwo? Sieht ja, nein. Nicht so ganz danach aus. Ey. Plump. Plump. Wo waren jetzt die... Nein! Du hast doch fast volles... Scheiß doch drauf. Ich wollte aber das da... Ach, da hinten, okay. Ach, da hinten, genau. Stellen wir uns mal hin auf den Fahrstuhl. Up and away! Selbstgebaute Fahrstühle sind immer noch die besten. Besonders aus Lavagestein, was in der Lava wieder schmilzt. Na. Egal. Ist ein bisschen wie bei Minecraft. Da sind ja Fahrstühle auch am einfachsten zu bauen durch irgendwie so eine Kombination aus Wasser- und Lavablöcken und irgendwelchen Obsidianblöcken oder sowas. Also im Endeffekt genau wie hier. Oh, guck mal, der fällt ja gleich runter, der arme Kerl. Wow, man kann die Leute ausrauben? Ja. Wie geil ist das denn? Super gut, oder? Nette Idee. Tschüss. Bitch. Okay, so, jetzt sind wir wieder draußen, aber... Ich weiß noch nicht, wo geht's denn jetzt zum zweiten OG? Bis jetzt hier lang? Das macht doch gar keinen Sinn. Fabian, das macht doch alles gar keinen Sinn. Das macht alles gar keinen Sinn. Dann gehen wir trotzdem da lang.
Also es macht keinen Sinn, aber du machst es trotzdem. Ich mache es trotzdem. So mag ich das. So kennen wir mich. Das mag ich an dir. Immer schön mit dem Kopf voran gegen die Wand rennen. Richtig. Der Klügere gibt nach. Deswegen kommt man meistens durch. Ja. Ach, ich werde schon zu Eddie. Immer meine Zunge rausstrecken, wenn ich mich bei irgendwas konzentrieren muss. Naja. Seid ähnlich cholerische Menschen. Also warum nicht? Sind wir gar nicht! Wir sind doch beides Linkshänder. Ich sehe ein Prinzip. Ach so. Ich sehe da eindeutig. Jetzt musst du nur noch so sexistisch sein, dann passt das alles. Bin ich nicht, und jetzt mach mir ein Sandwich. Ich bin gar keine Frau. Ich hab da Aufnahmen, die was anderes. Ach so, shit. Was, shit? Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, in einem war eine Falle. Ist doch jetzt egal, mach einfach okay. Auf. Was soll denn da passieren? Das war keine Falle, das war Geld. Das ist eine Falle. Stimmt, Kapitalismus ist eine Falle. Nein, wir müssen uns befreien aus dem Kapitalismus. Ein Ritterwappen. Siehst du, da ist dann jetzt schon das Halsband für den Hund. Ja. Oder Wife. Die Frau. Genau. So, da ist der große, das große Loch, wo wir unser großes Ding reinstecken. Richtig, vor allem das Schlüsselloch, beziehungsweise der Schlüssel ist so groß wie wir selbst. Ja, den haben wir die ganze Zeit in der Hosentasche gehabt. Natürlich. Nein, wie auch immer. Oh, guck mal, da ist der Schwanz. Aber wer ärgert denn jetzt den Dragon? Wir! Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. So, jetzt brauche ich aber ein bisschen mehr Kabel. Du kannst das auch abstöpseln, es ist aufgeladen. Ja. Das hat dann 3 Stunden oder so, ne? Gut. What? Mit denen sind wir ja bisher auch immer sehr gut klargekommen. Mit großen Gegnern, die Feuer spucken. Ja, vor allem mit diesen komischen Tausendfüßler-Dingern. Ja. Das war immer eher so ein bisschen Geschiss, das irgendwie kaputt zu kriegen. Ah, da jetzt aufs Auge oder was? Ja. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Link guckt so skeptisch die ganze Zeit. Ja, würde ich auch. Ey, wenn das Teil mir gegenüberstehen würde, würde ich auch mehr als skeptisch. Ja, ich muss ja mal kurz sagen, er hat jetzt eben, als du so die Kamera gedreht hast, sah so aus, als würde er zu dir so hochgucken in die Ecke so, naja, verkack das nicht, du. Ich bin jetzt hier nämlich in Gefahr. So ein bisschen, na, kann der oben das? Ja, ich glaube eher nicht. Shit, warum bin ich bei den Spielkindern gelandet? Warum nicht bei Zelda Meister Let's Play? Der hätte das jetzt schon längst durch, das Spiel. Nach 9 Folgen. Ja, aber der glitscht mich immer so durch die Wand, das finde ich auch doof. Ist auch doof, ja. Das tut ja auch weh. Oh, Mann, wie war denn das bei dem? Achso, ah, aber da komme ich doch nur ran, wenn ich oben bin, oder? Ja, okay, probieren wir es einfach so. Kannst dich doch am Schwanz festhalten. Ja, genau. Also, wir halten uns nicht am Schwanz fest. Oh. Bums. Okay, jetzt hat er ein paar Risse. Das sollte ja dann einfacher sein, den zu verletzen. Findet er irgendwie nicht lustig, weiß auch nicht warum. Gegner mit Rissen. Oh, jetzt hat er es wieder hochgebupst. Ja, macht Sinn. Das können wir sicherlich nochmal machen. Wahrscheinlich noch 2 weitere Mal mindestens. Wie erwartest das? Du? Naja, so die Regel der 3 passiert ja hin und wieder mal bei Videospielen. Was ist das jetzt echt? Sich da oben festhalten und dann... Jo. Ist ja jetzt nicht so schwierig. Ja, aber im eigentlichen Kampf bist du fokussiert auf den Gegner und kommst nicht auf die Idee, deine Umgebung zu benutzen. Ja, aber wir sind ja Profis. Richtig. Vor allem, dass diese Steinplatte auch nicht kaputt geht. Nee. Das ist eine super Steinplatte. Natürlich. Das ist ein richtiger Fropfen, so. Bom, und wieder zu. Also richtig viel angreifen tut er uns auch nicht, also. Könnte sich ja ruhig mal ein bisschen mehr anstrengen als erster Boss des Spiels und so. Computer sagt... Nein. Jetzt reicht's aber mal, mein Freund. Ich mag diesen Panzer nicht! Zeig meine verletzliche Form auszupacken! Das ist noch nicht mal meine finale Form, die ist nämlich viel verletzlicher! Nee, das hat er ja nicht wieder noch. Jetzt musst du ihn wahrscheinlich kaputt hauen. Ja. Ins Auge und drauf und drauf und drauf. Das Ganze jetzt noch 5 Mal, dann haben wir's. Oder so. Ja, und bam, 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 bam. Okay.
Das ging schnell. Ja, also die Bewegungssteuerung ist dafür viel, viel besser geeignet. Sonst hast du es im Kampf immer so schnell hoch, bevor du getroffen wurdest. Ja, musst ja auch immer mit dem zweiten Stick bzw. den Kameratasten dann beim GameCube-Controller da ewig rumjustieren, um genau zu zielen. Oder doch relativ genau hier da oben zielen. Und da gibt's. Guck mal, wie er sich freut. So freut sich kein anderer. Aber er lacht nicht so richtig dabei, ne? Guckt mal so ein bisschen, ne? Ja, so. Er macht so, hä? Ja. Ich hab Leute getötet. Yay! Das macht so Spaß. Oh ja, nein, ja, Wind. Ja. Darmwind. Herzcontainer. Erhöht sich um 3. Nee, Moment. Schade. Nee, wir haben nur 1 mehr, aber das muss trotzdem reichen. Rückwärtszeit musste sein. Ja. Oh nein, unter meinem Rock ist es windig. Aber ich mag es. Oh ja. So, Drachi. Geht's jetzt wieder gut, oder was? My ball hurts. Gut, dass du Drachisch kannst, sonst wüssten wir gar nicht, was er sagt. So, jetzt haben wir mal schon mal hier die erste Insel komplett gerettet. Richtig. Das ist ja schon mal geil. Dann ist uns ja schon mal ein Teil der Bevölkerung dieses Landes komplett dankbar. Danke, dass niemand vorher auf die Idee gekommen ist, mal hochzufliegen zu fragen, yo Drache, was geht denn ab? Was zwickten dir die Eier? Kannst du mal... Ohrenkneifer? Nee, der kneift die Ohren, das verstehst du nicht. Ja, Eierkneifer sind das. Spiegel. Das bin ich. Oh, hi. Den würde ich so gern Pimp-Bitch-Slap geben mit der Rückhand. Nakomori, was hast du ihm zu sagen? Ich liebe dich, Spielkit. Medulli hat mir alles erzählt. Spielkit, danke, es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ja. Und jetzt rammen wir ihn ein Messer ins Herz. Genau, denn eigentlich wollten wir nur des Königs Sohn töten. Das ist ein politischer Umsturz. Natürlich. Was ist das? Was soll ich damit? Komm. Na. Ja, komm, behalt deinen Scheiß. Wir haben richtig große Bälle. Ja, Spielkit, hier. Ich will, dass du sie bekommst. Was ist das denn? Bald den Mut haben wir nicht mehr vor Herausforderungen wegzulaufen. Ja, so reden Menschen miteinander. Ja. Ja. Dienst-Dimond. Der-Mond. Was auch immer das ist. Ein Volk der Horny? Ach nee, Orny. I'm Orny. Orny, Orny, Orny. I'm Orny. So Orny, Orny, Orny tonight. Ja. Und jetzt zurück zum Spiel. Der ehrwerte Walu möchte dir auch seinen Dank aussprechen, Spielkit. Du hast doch Fes gespielt, du müsstest das doch jetzt übersetzen. Deine Mutter ist auf dem Hartgeldstrich. Das kam unerwartet. Was meint der ehrenwerte Walu du damit? Da, keiner versteht es. Wir haben es übersetzen können. Deine Mutter ist an meinem Fenster vorbeigelaufen und ich habe 3 Tage Sonnenschein verpasst. Ja. Deine Mutter sitzt vorm Aldi und riecht nach Wurst. Außerdem hatte ich der Ehrenwette Walu Held genannt, Spielkit. Oh, wir sind Held. In der Tat, für uns bist du wirklich ein Held. Ich auf den Weg zum großen Walu machen. Ja, Mann, doch! Geh halt, ist mir doch scheißegal. Er dreht sich um, ich bin da. Ja. Na. Nochmals vielen Dank. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Ja, danke. Kann ich nicht behaupten, dass mir es auch so geht. Mhm. Bis nie wieder. Tschüss. See ya. Nord. So, und jetzt holen wir uns das beste Feature im Spiel. Das superschnelle Supersegel. Jo. Geil. Wollen wir uns das superschnelle Supersegel in Superfolge Superschnell 10 holen? Jo. Dann müssen wir jetzt leider eine Pause machen, weil... Wollen wir diesen Dialog noch fertig machen? Dann können wir nämlich schon rübersegeln. Okay. Also Gen hat jetzt seine Armee zusammen gemacht und wir müssen den nächsten Dämon suchen Richtung Süden. Auf nach Süden! Und das war schon. Sehr gut, danke für diesen Dialog. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!